Wunderschön. Diese Tür ist mit einer Abwehr versehen. Nein, sie ehrlich. Sie wird sich für euch öffnen, wenn ihr die richtigen Worte schön. Sprecht. Und was sind das für Worte? Keine Ahnung. Abracadabra. Mal sehen. Die Abwehr sieht recht schwach aus. Ich könnte versuchen, sie zu durchbrechen. Sehr gut. Wird sie so schaffen. So, ich habe mich gerade beim Trinken ein bisschen verschluckt einfach. So. Jetzt sind wir hier. Tschüss. So. Oh. Förder. Was stand da? Kugel oder Kübel? Also. Irgendwas sagt mir, dass diese Hebel mit dieser Waggons was zu tun haben. Habe ich gewusst. Mann. Ich werde nur noch das mit den Kübeln machen. Warte. Ich brauche dafür Faith. Bemerkte ich gerade. Dann lasse ich ja wieder zurück. Okay, nein. Faith, benutzt das! Muss ich das gleich nicht anschreien? Faith? Faith? Oder hat es sie am fixiert? Oh, Alter. Zieht an dem roten Hebel. Hui. Ich hätte auch sehr fies sein können und einfach so losgehen können. Den grünen hatte ich da schon geholt. Also falls ihr euch wundert, warum ich jetzt stehe und mich nicht bewege, es liegt daran, weil ich gerade leicht den Analog, also den linken Analogstick bewege. So. Zieht an dem Grünen. Okay, welche Farbe brauche ich jetzt? Den blauen. Und dann den gelben. Zieht an den blauen. Stimmt ja. War ich da schon? Da liegt ein Pilz. Ich sehe es da leuchten. Aber wie komme ich denn da hin? Junge. Zieht an den blauen.
Wie komme ich dahin? Ich weiß, dass ich durch den gelben Bruch gebracht werde, aber wie komme ich dahin? Da liegt ein Pilz. Klettern kann man hier ja gar nicht. Da oben leuchtet auch schon wieder was. Zieht an dem Gelben! Junge, bist du bescheuert? Ja, ich habe einen kurzen Cut gemacht. Mir ist jetzt übrigens jetzt aufgefallen oder eingefallen. Ich könnte ja schon mal alles hier vorbereiten. Also ich kann ja schon mal alles vorbereiten. Und jetzt noch den gelben vorbereiten. Dann brauche ich jeweils nur alles einmal anvisieren. Och nö. So, das ist... Falls der Held mal wieder so elegant ist, um wieder runterzufliegen, speichere ich jetzt nochmal vorher. Ups. Zieht an dem roten Hebel. Nein. Ah, das ist perfekt. Jedoch bleibe ich so. Achso, ist nur die Kette. Ich dachte, ist da jetzt ein Grafikfehler oder ist da jetzt ein Rauch? Zieht an dem Grünen. Jetzt weiß ich, warum sie immer 20 Jahre braucht. Die läuft einfach mal geschillt. Ist ja nicht so, dass Jarvis ja die Welt beherrschen möchte. Hat sie jetzt auch das Piepen gehört? Das Piep, Piep. Mann! Fixier doch einfach mal den blöden blauen Hebel. Andere Lösung ist, wenn ich jetzt wieder auf grün kurz gehe und dann zieht an den blauen. Auffordere, an den blauen zu ziehen, dann könnte ich ja schnell wieder zurückgehen. Nee, ich laufe erst, wenn es gefahren ist. So, Rama. Aber komisch. Genau da, wo man nie stirbt, da geht er natürlich runter einfach. Aber da Vorsprung oder sonst irgendwas, dann geht er natürlich runter. Geht er nicht runter. Fixiere doch einfach mit dem blöden gelben Hebel. Boah. Mann, hier. Problem ist auch, wenn ich leicht mache. Ups. Mann! Jetzt fixier doch mal den blöden gelben Hebel. Bring mich hier nicht zum Weißglut. Zieht an dem Gelben. So, und jetzt drehen. Nicht Schritt. Mach keinen Scheiß.
Junge, übertreib deine Rolle nicht. Was hast du jetzt aktiviert? Irgendwas kommt herunter. Junge! Das sieht mir hier verdächtig aus, aber ich sehe auch schon so, dass es nicht funktioniert. Ich frage mich trotzdem, was da ist. Na gut. Ah, nach dem Förderkurbeln. Oh oh, das gefällt mir gar nicht, was jetzt da kommt. Aber erstmal. Es ist da, aber. Warte mal, kann man hier klettern? Nee, leider nicht. Verstehe. Die miesen Ratten, Alter. Vom Schiff aus kann ich darüber. Ich könnte jetzt kurz wieder einen kleinen Cut machen und nochmal neu laden. Ja, das mache ich am besten.